Es ist die größte Auszeichnung, die einem Musical widerfahren kann. Eine Inszenierung am New Yorker Broadway. Eine Auszeichnung, die jetzt erstmalig einer deutschen Musical-Produktion zuteil wird. Und zwar dem Musical Rocky. Es ist zum allerersten Mal in der Geschichte des Musicals, und die ist inzwischen schon über 100 Jahre alt, dass ein in Deutschland produziertes Musical an Broadway geht. Und dann auch noch aus Hamburg kommt. Das macht uns von Stage natürlich wahnsinnig stolz. Die dramatische Geschichte des Boxers Rocky Balboa, der die Chance seines Lebens bekommt, gepaart mit der außergewöhnlichen Liebesgeschichte zweier Menschen, die ihr Glück suchen, ist in Hamburg bereits ein absoluter Publikumshit und wurde erst kürzlich mit dem Live Entertainment Award als bestes Musical Deutschlands ausgezeichnet. Sylvester Stallones Oscar-prämierter Überraschungshit ist eben bei weitem nicht nur ein weltweiter Kinoerfolg. It just doesn't end in the movie theater. Die Geschichte endet nicht im Kino, denn Rocky ist kein Sportfilm. Es ist eine Geschichte, die immer und immer wieder geschehen kann. Denn es geht doch darum, wie wir mit Würde und den sich im Leben bietenden Chancen umgehen. Und mit diesem Erfolg der Stage Entertainment festigt die Stadt Hamburg auch ihre Position als drittgrößter Musical-Standort der Welt. Dass Rocky jetzt am Broadway zu sehen ist, ist eine tolle Sache. Darauf sind wir ganz stolz und wir hoffen, dass alle sich so sehr damit freuen, wie wir das in Hamburg schon getan haben. Es ist für uns als Firma ein historischer Moment und für das Genre Musical, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass eine in Deutschland erstellte Show es an Broadway schafft. Und das ist eine phänomenale Nachricht und bestimmt alles das, was wir im Moment gerade denken und fühlen. Rocky Fight from the Heart. Schon bald also auch auf der ganz großen internationalen Bühne. Ein Erfolg made in Hamburg.